Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch zusammen heute Windbeutel machen. Die Frage kam gestern in meiner Gruppe auf. Wie soll ich das sagen? Es gibt ja manchmal so Sachen, die machen einen so verrückt, da muss man es sofort testen. Also habe ich gestern schon mal für euch Windbeutel vorgebacken. Guck mal hier, schön großer Boden. So sehen sie aus. Und das sind jetzt kleine. Und ich habe mir dann abends überlegt, ich möchte auch noch mal große machen. Und deswegen jetzt mit Kamera. Wir stellen jetzt zusammen den Brandteig her. Ich habe das Rezept auf meinem Chip. Müsstet ihr ja auch drauf haben, wenn ihr den Chip habt. Ansonsten guckt auch noch mal auf meine Homepage thermosternchen.de. Wir geben jetzt zuerst 250 Gramm Wasser in den Thermomix. Und dazu kommen 80 Gramm Butter. Und wir brauchen die Prise Salz, die habe ich hier. So, und dann verschließen wir erstmal den Mixtopf und stellen ein 3 Minuten 30, 100 Grad, Stufe 1. Jetzt kommt das Mehl hinzu. Wir brauchen 200 Gramm Mehl. Ja, ist alles schön flüssig, sehr gut. Und Backpulver. So, und hier steht ein halbes Päckchen, und ich habe das ja, wie gesagt, gestern schon gemacht, und da habe ich 15 Gramm genommen, und ich finde, die hätten mehr aufgehen können. Oh, jetzt habe ich voll daneben gehauen hier. Ich mache nochmal 15, wa? Ich fand das ein bisschen dürr. Ich gebe 20. Mir war das zu wenig. Mal jetzt. Ah, muss ich hier mal kurz wegwischen, Alex. Ich und Mehl, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Geht er wieder. Ich glaube, ich habe auch eben 200 Gramm Mehl gesagt. Sorry, 120 Gramm Mehl. Und jetzt gebt ihr auch noch 2 Teelöffel Zucker bitte mit rein. Und jetzt wird der Mixtopfdeckel wieder verschlossen. Und das wird 20 Minuten. Stufe 4. 20 Minuten, 20 Sekunden. So, das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, dass jetzt eben der Mixer nicht mehr ging. So. Jetzt nehmen wir den Mixtopf aus dem Gerät, weil die Masse soll jetzt runterkühlen auf 50 Grad. Das ist auch ganz klar. Also sprich, Mixtopf raus, Deckel ab, dass es schön abdampfen kann. Jetzt kommen nämlich gleich Eier dazu und wir wollen ja kein Rührei. Also wir warten darauf, dass die Masse abkühlt. Masse hat jetzt 10 Minuten ungefähr gebraucht, um auf 50 Grad runtergekühlt zu sein. Backofen jetzt schon mal vorheizen auf 200 Grad. Und wenn ihr habt, ein Backblech belegen. Ich mache es ja gleich auf den Stein. Und den Mixtopf wieder in das Gerät. Das haben wir auch. Jetzt wird das erstmal nochmal vermengt. So. Zwischenzeitlich habe ich hier 5 Eier separiert. Und die kommen jetzt von oben nach und nach in den Mixtopf. Lasst die immer schön einarbeiten, bevor ihr das nächste Ei dazu gebt. Nochmal 30 Sekunden richtig schnell auf 5 vermengt. So, und der Brandteig ist jetzt fertig. Riecht nicht nach Spiegelei oder Rührei, so sieht's aus. Ich fülle das jetzt alles um in meine Garnierspritze und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, hier ist mein Stein. Ich habe den schon gefettet. Und jetzt gebe ich, wie gesagt, das sollen ja jetzt große werden. Gestern habe ich kleine gemacht. Jetzt drücke ich hier einmal rauf. Schaut mal. Der sieht doch grandios aus. Jetzt mache ich immer einen mit einmal drücken und ich will mal einen versuchen mit zweimal drücken. Ich habe jetzt Riesenteile hier auf meinen Stein gespritzt und das geht jetzt in den Ofen. Jetzt muss ich mal gucken, wir haben auf 200 Grad vorgeheizt. 20-25 Minuten, die sollen goldbraun gebacken sein.
Schauen wir uns gleich an. So, in der Zeit, wo jetzt die ersten auskühlen, die von gestern habe ich dazu genommen und die zweiten noch gebacken werden, machen wir schon mal sozusagen die Sahnefüllung. Was ich vorab mal sagen möchte, ich habe zwei verschiedene Rezepte genommen. Eins gestern und eins heute. Und ich muss sagen, vom Ergebnis gefallen mir die von gestern sehr, sehr, sehr viel besser. Deswegen guckt ganz dringend auf meinen Blog oder auf meine Homepage, damit ihr das erste Rezept habt. Also die sind einfach schöner von der Konsistenz. Ich fand auch, dass die viel besser aussehen. Aber zeige ich euch gleich alles. Ich mache jetzt eine Karamellsahne dazu. Und bevor wir jetzt starten, brauche ich noch mal einen Becher, weil ich nämlich ein paar Eiswürfel benötige. Der Mixtopf muss nämlich kalt sein. Und ich habe ihn gerade heiß sehr abgewaschen, damit er fettfrei ist. Fettfrei ist, damit er natürlich sauber ist, mal nicht. So. Muss erstmal hier wieder mein Kladderadatsch. Und das machen wir jetzt einfach kurz klein. Reicht schon. Trick von der Tanja. Kannte ich gar nicht. So. Jetzt seht ihr, und der ist jetzt schon von außen super kalt. Ich gebe das mal kurz raus. Jetzt gehen wir in den Mixtopf. Ich habe hier Cappuccino-Pulver. Karamell. Liebe ich. Und dann kommen hier 2, 3, ich mache hier 4 gehäufte Esslöffel rein. Dann setzt ihr bitte den Schmetterling ein. Einfach oben rauf. Weiter bitte. Und jetzt kommen dazu 600 Gramm Sahne. Die Sahne bitte auch kalt. So, und wenn ihr das, ich sag jetzt mal, halbe Stunde bevor es Kaffee und Kuchen gibt, serviert, dann ist das so alles vollkommen ausreichend. Wenn die aber ein bisschen länger halten soll, weil ihr jetzt wie ich hier für eine ganze Kompanie gemacht habt, dann kommt bitte noch 2 Packungen Sahnesteif mit rein. Damit die einfach länger halten und schön aussehen und nicht ineinander fallen. So. Ach ja, und jetzt stellen wir Stufe 3 ein. Dadurch, dass ich jetzt natürlich sehr viel mehr Sahne genommen habe, dauert es einen Moment. Ich kann euch noch keine Zeit sagen, aber es geht gleich los. Meine Uhr zeigt jetzt an, 4 Minuten habe ich das Ganze drin. Und jetzt gucken wir mal. Das sieht super aus, guck mal. Das ist sie. So, jetzt kommt der Schmetterling raus, ich fülle um. Und dann sehen wir uns gleich beim Dekorieren. Jetzt können wir loslegen. Garnierspritze befüllt. Jetzt zeige ich euch erstmal die Ergebnisse. Das hier, also ist im Moment, das ist mein Lieblingsrezept. Das habe ich gestern gemacht. Das stelle ich euch auch in den Blog. Ihr seht, habe ich auf einen Stein gebacken, wie schön auch der Boden unten durchgebacken ist. Und der ist auch wirklich super schön knusprig. Und die von eben, die sind auch ganz nett geworden. Die sind aber ein bisschen sehr weich, finde ich. Also die Kruste könnte besser sein. Und das liegt nicht am Stein, das liegt echt, glaube ich, an dem Rezept. Aber nun gut. Und jetzt kommt die köstliche Karamellsahne rein. Oh mein Gott. Ich wollte mal dazu sagen, ich habe die jetzt immer zur Hälfte aufgeschnitten, aber das müsst ihr nicht. Normalerweise bildet sich ja so eine Luftblase in den Windbeuteln. Und ihr könntet auch diesen Aufsatz nehmen und dann direkt einmal reinspritzen. Aber optisch finde ich das wirklich sehr schön, wenn man sie so aufklappt und jetzt hier einen schönen Tupfen reinmacht. Das mache ich jetzt einfach mal. Das ist ja wieder das Gute hier mit der einen Hand. So. Und dann werden die so zugeklappt. Und das sieht so toll aus. Ich habe hier so ein Board, da stelle ich die jetzt rauf. Und das werde ich jetzt erstmal, ach, den habe ich noch gar nicht aufgeschnitten, sehr gut. Nehmen wir den nächsten. Das werde ich jetzt erstmal mit einmachen. Ich kann euch das auch nochmal vom Nahen zeigen. So, wartet mal, ich muss jetzt erstmal aufklappen hier. Komm hoch. Also eine Hand drücken. So, ich hoffe, das konnte man überhaupt sehen. Ich mache das mal fertig. Ich bin fertig. Ich muss mal ganz vorsichtig.
Ich habe hier so einen Ständer. Da habe ich die drauf. Das sieht wirklich einer besser aus als der andere. Gefällt mir richtig gut. Foto habe ich gemacht. Du hast mich vorhin schon angelacht. Guckt euch den mal an. Echt super. Könnt ihr natürlich auch noch zusätzlich dekorieren. Bisschen Schokoladensoße drüber oder so ein paar tolle Streusel. Ich probiere jetzt mal. Ich muss mich jetzt opfern. Ich probiere einfach mal für euch. Oh, oh. Diese Karamellsahne ist so geil. Aber die ewig nicht mehr gegessen. Und mir persönlich schmecken die kleinen auch immer besser als die großen. Warum auch immer. Sehr lecker. Jetzt habe ich den aufgemuffelt. Die gibt es also heute Mittag zum Kaffee. Und ich hoffe, ihr macht es mal nach. Und ihr hattet Freude dran. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen, wunderschönen guten Tag. Bis dann, euer Thermosternchen.